Bevor das Video beginnt, auf meinem Kanal findet ihr Rotation zu sämtlichen Klassen und das Besondere daran ist, ich zeige euch, wie ihr das Ganze mit nur einem Knopfdruck macht. Zudem gibt es regelmäßige News-Updates. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Moinsen, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Video. Herzlich willkommen zum nächsten Guide. Ja, lange ist es her, aber ich habe wieder Bock. Ich habe wieder Bock auf den Guide und ich habe mir jetzt für den Anfang habe ich mir einen Demologie-Hexer rausgesucht. Erstmal vielen, vielen lieben Dank an dich, Mike, dass du mir deinen Demologie-Hexer zur Verfügung stellst. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für. Auf geht's, komm. Ja, Demologie-Hexer sind aktuell, die sind wirklich stark. Ja, die sind nicht zu unterschätzen und vor allem, die werden immer häufiger gespielt. Ja? Deswegen dachte ich mir, alles klar, mache ich jetzt mal einen Demologie-Hexer-Guide. Der Demologie-Hexer hier, der hat einen Ventier-Pakt. Gar kein Thema, gar kein Problem. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn ihr mir, wenn euch der Demologie-Hexer gefällt. Ja, ich bin noch ein bisschen neben der Spur, aber ist egal. Ne? Na gut, okay, komm. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein in die Talente. Das sind die Talente, die ich mitnehme. Schreckenspeitsche, dämonischer Ruf, dunkler Pakt, aus den Schatten, Furore nehme ich mit, finde ich sehr, sehr gut in der Mythic Plus. Und die Teufelswache und vor allem halt ganz, ganz klar dämonisches Aufzehren. Es gibt noch eine Kombination. Wir gehen jetzt gleich über in die Conduits und es gibt noch eine Kombination. Und zwar die Schreckenspeitsche und aus den Schatten mit dem Conduit. Mit dem Conduit. Wo haben wir es? Ne? Fleischfressende Pirscher. Sehr, 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 sehr gut. Ne? Das hat hier nochmal eine 4,8%ige Chance in den zusätzlichen Pirscher. Also ne? Nochmal zusätzlich Schreckensbiss auszulösen. Und das in Kombination hiermit, mit dem 25% mehr Schaden und AOE. Ja, und den Schreckensbiss hier. Ne, das ist natürlich sehr, sehr stark. Das ist eine sehr, sehr geile Kombination. Es gibt noch in dem Fall ein Legendary. Ja, wir gehen gleich über zu den Conduits. Gibt in dem Fall noch ein Legendary. Und zwar dieses hier. Ihr könnt es benutzen. Ihr könnt es benutzen, diese Kombination overall ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, ich muss allerdings sagen, ich bin immer noch Fan von diesem Legendary. Ne? Von dem Siegel, das ist wirklich sehr, sehr stark und das sollte das primäre Legendary sein. Das finde ich unglaublich gut. Ja, sondern es war jetzt halt einfach, es ist halt einfach gut. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Aber ihr könnt gerne mal die Kombination mit den ganzen Talenten, den Conduits und dem Schreckenswurf hier, ja, probieren. Das ist auch nicht zu verachten. Ist wirklich sehr, sehr stark. Los, kommt. Lasst uns mal zu den Conduits kommen. Conduits. Ja, genau. Ach, genau. Wenn ihr ein individuell auf euch maßgeschneidertes Makro haben wollt, eine Rotation, ja, dann schaut euch gerne das Video dazu an. Also ich erstelle Makros. Ganz egal, welcher Pakt. Ganz egal, welche Talente ihr drin habt. Welche Conduits. All das. Ganz egal, was für Trinkets. Ich erstelle Makros, die sind haargenau maßgeschneidert auf euch. Das sind Rotationsmakros. Das heißt, ihr drückt einen Knopf und fahrt eine perfekte Rotation. Single Target, AOE, Mini Bursts, eventuell auch bei einigen Klassen funktionieren auch endlos Makros. Ja, ist natürlich mit etwas mehr Mehraufwand verbunden. Schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung rein oder halt in die Kommentare. Dort könnt ihr mich kontaktieren. Dort habe ich meine Geschäftstelefonnummer, E-Mail-Adresse und ein Discord. Gut, Leute, weiter geht's mit den Conduits. Das sind so die Conduits, die ich mitnehme. So ganz, ganz normale Standard-Conduits. Ne? Also jetzt nichts großartig Weltbewegendes. Und ja. Genau. Kommt. Wo waren wir stehen geblieben? Legendaries. Legendaries haben wir schon fertig. Und dann würde ich sagen, Leute, dann können wir ja schon fast in die Single-Target-Rotation reingehen, ja? Also es ist so, schaut mal hier. Der Teufelssturm. Klar, ich lasse ihn jetzt hier dass er sich selber aktiviert. Normalerweise ist es so, dass wir den ausmachen, uns den in die Leiste hier reinziehen und dann selber aktivieren, wann wir den brauchen. Ja, ich mache das jetzt einfach für den Guide an. Ist ganz egal. Und ja, genau, hier oben, dort findet ihr die Details. Dort ist meine Rotation, die ich fahre. Ja, das hier ist die Rotation. Hier unten ist ganz, ganz klar das Details. Und ich habe eine Rotation erstellt, die ist sowohl Single Target als auch AOE. Ja, die ist sowohl Single Target als auch AOE. Und ich würde sagen, lass uns mal reinstarten. Ja, ich mache hier einen ganz kurzen Cut. Bis gleich. Ja, es ist nun mal wirklich so, dass der Demologie-Hexer sehr, sehr proc-abhängig ist. Ja, der Demologie-Hexer, der ist wirklich sehr, sehr proc-abhängig. Deswegen können wir zwischendurch noch mal ein paar Procs einbauen, was durchaus sehr, sehr gut ist. Das ist die Rotation. Ja, ich habe hier ein tolles Makro geschrieben.
Das ist allerdings, dieses Makro ist standardisiert und nur auf diesen Charakter hier. Nur auf diesen Charakter spezialisiert. Wenn ihr Makros speziell individuell auf euch maßgeschneidert haben wollt, ne? Ihr wisst ja Bescheid, Videobeschreibung, Kommentaren, ne? Da findet ihr die Links zu den dementsprechenden Informationen. Lasst uns mal loslegen hier. Anfangen tun wir mit einem Dämonenblitz, dann holen wir die Schreckenspirscher. Handvollen Gul'dan, Schattenblitz, 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 Handvollen Gul'dan, Schattenblitz und dann kommt unsere Teufelswache, unseren dämonischen Tyrann beschwören wir. Wir haben genug Wichtel und so weiter auf dem Feld, dass der gut Schaden fährt. Danach kommt noch einmal eine Hand von Gul'dan, ein Schattenblitz und nochmal eine Hand von Gul'dan. Und das ist sozusagen die Single-Target-Rotation, unseren unsere drohende Katastrophe. Die setzen wir im Nachhinein ein und dann fahren wir ganz normal die Rotation durch. So, auf geht's in die Rotation. Wir fangen an, wir recasten einen Dämonenblitz. Ne? Ganz, ganz wichtig, zack. Dann kommen unsere Schreckenspirscher, die Hand von Gul'dan, Schreckenspirscher. Schattenblitz, Schattenblitz, Schattenblitz. Und weiter geht's mit einer nächsten Hand von Gul'dan. Dann kommt wieder ein Schattenblitz. Dann kommt unsere, ne, unser Gimor. Und der dämonische Tyrann, Hand von Gul'dan. Wir haben Prox, die nehmen wir natürlich mit. Zack, Hand von Gul'dan, Prox, Hand von Gul'dan. Dann brauchen wir unsere Prox hier weiterhin auf. Dann geht's über in den dezimierenden Blitz. Ne? Dann casten wir jetzt hier Schattenblitz weiterhin, bauen wieder drei Seelensplitter auf. Hand von Gul'dan, zack. Und das ist sozusagen die Rotation. Jetzt könnten wir jetzt hier noch eine Implosion mit einbauen. Ne, das könnten wir theoretisch machen. Und ja, das ist sozusagen die Single-Target-Rotation. Ganz, ganz simpel und einfach. Ihr habt gesehen hier oben, da ist die Rotation. Spult nochmal zurück, schaut euch das Ganze an. Es kommt immer darauf an, wie ihr Procs habt. Und natürlich Hand von Gul'dan benutzen wir immer dann, wenn wir drei Seelensplitter haben. Ne, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, ansonsten benutzt ihr ganz, ganz klar vorher noch eure Schmuckstücke und dieses hier, den Teufelssturm, den nehmt ihr natürlich selber in die Leiste und aktiviert den dann im richtigen Moment. Ne? Das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig und super, super wichtig. Ja, Leute, also wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare. Übrigens, Und ein guter Freund von mir, wir planen ein Addon, und zwar das Chelwon Icarus Addon. Das soll ein Rotationshelfer werden, ein Rotations-Addon kombiniert mit diesen Makros, die ich hier schreibe. Und wir suchen dafür noch aktuell Tester für die Closed Alpha, die jetzt bald starten soll. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Wenn ihr den Algorithmus und das supporten wollt, haut mir da einfach ein Plus rein, ganz egal was. Ja, würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Gut, die Leute, genau. Ja, was wollte ich mit euch noch besprechen? Es gab noch eine Implosion, eine Implosion-Rotation. Ja? Darauf gehen wir noch ein. Aber ich mache hier mal einen kurzen Cut. Ja? Okay, kommen wir nun zur Implosion-Rotation. Das ist natürlich so, was benutzen wir, wenn wir drei oder mehr Ziele haben. Ist natürlich eine sehr, sehr starke Rotation und kann halt auf Kürze wirklich sehr, sehr hohen Schaden voranfahren. Ja, in dieser Implosionsrotation casten wir zuerst die Schreckenpirscher. Danach bauen wir Seelensplitter auf, bis wir 5 Stück haben. Machen Hand von Gul'dan. Machen wieder einen Schattenblitz. Wieder Hand von Gul'dan. Und können dann die Explosion machen. Das heißt, wenn wir keine Procs haben, ja, von den Dämonenblitz, dann machen wir das Ganze so. Sollten wir Procs haben, können wir natürlich noch Hand von Gul'dan dazwischen knallen und haben dann natürlich richtig krassen Schaden. Ne? Aber ich zeige euch das Ganze jetzt einfach einmal hier anhand dessen. Ne? So, zack. Und jetzt bauen wir erst einmal 5 Seelensplitter auf. Ne? Dann haben wir es nämlich jetzt hier gleich so, zack. Dann kommt die Hand von Gul'dan. Zack, Schattenblitz, Hand von Gul'dan. So, und jetzt kommt die Implosion. Ne? Und wenn wir Procs haben, dann nehmen wir natürlich die Procs mit. Zack. Und bauen dann wieder auf. Ganz, ganz easy peasy. Und könnten jetzt halt theoretisch eine zweite Implosion machen, aber ich will euch das ein bisschen mehr zeigen jetzt hier. So, zack. Ne? Also das ist eine ganz, ganz simple Rotation. Also wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie viele Procs ihr habt. Wenn ihr keine Procs habt, dann Schreckenspirscher, viermal Schattenblitz, Hand von Gul'dan, einmal Schattenblitz, Hand von Gul'dan, Implosion. Und wenn ihr Procs habt, dann baut ihr die ein und castet nochmal ein paar Mal mehr Hand von Gul'dan. Wichtig, mit drei Seelensplittern.
Ja, das ist halt so diese kleine Rotation, die natürlich wahnsinnig Schaden fährt, ne? Gut, Leute, das war's auch mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Welcome to the Shadowlands.